So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Online-Studienkreis Germanische Heilkunde vom Dr. Med. Ricke Gerd Hamer. Unser heutiges Thema, die Entwicklungsgeschichte und die biologische Händigkeit. Haeckel hat vor ca. 100 Jahren den Satz formuliert, die Ontogenese ist eine Rekapitulation der Phylogenese, also die Entwicklung des Fötus im Mutterleib ist eine Rekapitulation der Stammesentwicklung. Also wir haben im Leib unserer Mutter in diesen 9 Monaten die Menschwerdung in Zeitraffer durchschritten. Und die Menschwerdung ist ein paar hundert Millionen Jahre. Also, und das heißt, das Ganze implantiert eine Entwicklungsgeschichte. Und da ecken wir schon einmal mit den monotheistischen Religionen an. Ja, es wird in Amerika im Schulunterricht unterrichtet, der Jahwe hat vor 5777 Jahren mit dem Finger geschnipst und der Terminator ist nackt auferstanden. Und das ist natürlich Religion und Glaube. Und wir wollen uns aber auf das beschränken, was man belegen kann. Und viele haben religiös bedingt auch ein Problem in der Vorstellung, dass wir mit dem Affen verwandt sind. Also da habe ich nicht so das Problem. Sagen wir, meine Hündin, die Emma, sie hat Augen, sie hat eine Nase, sie hat Ohren, sie hat eine Lunge, sie frisst und so wie ich. Und ich habe da überhaupt kein Problem in der Vorstellung, dass ich da irgendwo mit meinem Hund einen gemeinsamen Stammbaum habe. Sagen wir, für uns in der germanischen Heilkunde, wir verehren die Schöpfung und wir verehren das Lebendige, was niemand erklären kann. Ja, wenn man, sagen wir, den Menschen in seine Bestandteile zerlegen würde, in seine Atome und das nachmischen würde mit den verschiedenen Stoffen und Elementen, wegen dem würde der nicht lebendig werden. Was ist der Unterschied zwischen lebendig und nicht lebendig? Und das kann niemand erklären und das ist das Mysterium. Und vor dem gehen wir ehrfurchtsvoll in die Knie. Wir können es auch nicht erklären. Nur Dr. Hamer hat im Lebendigen 5 Naturgesetze entdeckt. Also nicht in der nicht lebendigen Materie, sondern in der lebendigen. Und das ist quasi ein Novum in der Medizin. Und um eben den Konflikt, die Ursache für die Krankheiten, die von sich aus entstehen, um die Ursache zu verstehen, muss man die Medizin aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen, muss man die Biologie aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen. Und dann ergibt sich eine Logik, dann ergibt sich ein Sinn und dann wird die Sache rund. Und die germanische Heilkunde, sie ist sehr lebensbejahend, ja, und nicht negierend. Ja, wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, da wird abgetrieben und wir wären angeblich zu viele auf dieser Welt, ja, ein ganz Rechenbeispiel. Es gibt angeblich 7 Milliarden Menschen. Wenn man im Durchschnitt rechnet, 80 Kilogramm Körpergewicht, das ist so, der Mensch besteht so ziemlich aus Wasser, also 80 Liter Volumen, also 0,08 Kubikmeter mal 7 Milliarden, was glaubst du, was das für einen Würfel gäbe? Also würde man alle Menschen auf einen Haufen zusammenlegen. Was schätzen Sie, wie groß wäre dieser Würfel? Manche schätzen 100 Kilometer, manche schätzen 10 Kilometer. Der Würfel wäre 800 Meter. 800 mal 800 mal 800. Also den Würfel verstecken wir da im nächstbesten Tal.
Und wenn man denen ein 30 Liter Volumen zum Atmen gibt, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen, ja, wären es halt 850 Meter. Also das soll die Überbevölkerung sein? Nö. Es gibt gar keine Überbevölkerung. Ja, es gibt nur manche, die bekommen den Rachen nicht voll. Und die brauchen keine 7 Milliarden Sklaven. 500 Millionen reichen. Und das ist also lebensverneinend. Und da steht die Germanische absolut konträr dagegen. Und ein Blick auf diese Diagnosetabelle, da haben Sie ja die tabellarische Zusammenstellung zwischen der Ursache, also dem Konfliktschock und dem assoziierten Konfliktinhalt und dem Organsymptom. In der ersten Spalte haben Sie das jeweilige Sonderprogramm, zum Beispiel Rippenfell. In der zweiten haben Sie die Ursache, der Konfliktschock. Er hat immer drei Kriterien, hochakut, isolativ, am falschen Fuß erwischt. Und das, was ich in dem Moment assoziiere, bestimmt die Lokalisation des hämischen Herdes im Hirn und dadurch die Organerkrankung. Also wenn ich eine Attacke gegen den Brustkorb habe, ein Schlag, ein Stich oder die Ankündigung, ja, du musst operiert werden, kann ich als Attacke assoziieren, die Natur assoziiert. Und das müssen wir verstehen lernen, diese biologische Sprache, ja, die interanimalisch gilt. Auch der Hund, wenn ich den einen Schlag auf den Brustkorb gebe, reagiert der mit einem Rippenfell, wenn er das entsprechend assoziiert. Oder das Ungeborene oder das Kleinkind. Und in der dritten Spalte haben Sie das zugehörige Hirnrelais, wo sich das befindet im Hirn. In der aktiven Phase ist ja der Hamersche Herd schießscheibenförmig. In der Heilungsphase wird Ödem eingelagert und das wird dann in der Schulmedizin als Hirntumor bezeichnet. Also in dem Fall wäre der Hamersche Herd im Kleinhirn. Und in der vierten Spalte haben Sie die Symptome der aktiven Phase beschrieben. Also in dem Fall macht das Rippenfell Zell Plus, die Mauer nach außen hin wird dicker gebaut und in dem Fall ist es auch der biologische Sinn von dem Programm. Ja, die Natur, die macht nichts Gutartiges, nichts Bösartiges. Es ist auch eine religiöse Einteilung in Teile und Herrsche. Ja, derjenige, der einteilt, ist automatisch der Herrscher und das ist Unsinn. In der Natur gibt es nichts Gutartiges oder Bösartiges, sondern nur was in der Natur passiert, irgendwas in meinem Körper, so ist das nicht gut oder böse, sondern wir alle sind in der Natur sinnvoll eingerichtet, nur haben wir es halt noch nicht verstanden. Und in der fünften Spalte haben Sie dann die Symptome in der Heilungsphase. Also in dem Fall wird das nun nicht mehr benötigte Zellplus tuberkulös abgebaut. Das heißt, das Symptom dieses in der aktiven Phase liegt der Sinn, das ist die Therapie der Natur, in dem Fall ein Mesothelium, ja, Rippenfell wird nach außen hin dicker, um meine Integrität zu schützen. Das ist der Sinn von dem Programm. In der Schulmedizin nennt man das halt Krebs. Und man bekämpft halt nur das Symptom, anstatt die Ursache, dass man dem Patienten hilft, die Ursache zu lösen. Ja, wenn die Ursache gelöst wird, dann stoppt die Zellteilung und in der Heilungsphase schaltet unser Hirn die zugehörigen Mikroben an und jetzt wird dieses nun nicht mehr benötigte Zellplus tuberkulös abgebaut. Im Hirn entsteht dann unser Ödem und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und es gibt Vernarbungen im Hirn auf der Organebene, aber man ist quasi wieder wie neu. Und im Prinzip habe ich Ihnen jetzt in Kurzform die sogenannte Spontanheilung erklärt. Eine Spontanheilung ist ja definiert als Heilung ohne therapeutisches Zutun, als Heilung aus eigener Kraft.
Und das ist in der germanischen Heilkunde das erklärte Ziel, weil heilen kann sie nur der Körper selber. Und in der Schulmedizin räumt man ein, es gibt Spontanheilungen. Und man sagt aber, die würden nur ganz, ganz selten vorkommen, vielleicht einmal unter 100.000 Fällen. Und das ist aber erstunken und erlogen. In Wirklichkeit haben wir alle zusammen diese Programme, Darm oder Knochen oder äußere Haut oder Melanom, die Pickel, allesamt im Dutzend schon durchlebt und sind gesund geworden, sonst würden wir nicht hier sitzen. Und es ist eher die Ausnahme, dass wir zu lange brauchen, um den Konflikt zu lösen oder es überhaupt nicht schaffen. Das ist die Ausnahme. Aber die Regel ist, mit dem Konflikt sind wir auch mit jeder Faser ausgerichtet auf Konfliktlösung. Und wir geben so lange Karo, bis uns der Stein von der Seele fällt. Und in der Regel schaffen wir es. Und wie verlogen dieses System ist, in dem wir da leben. Ja, man räumt einerseits ein, es gibt Spontanheilungen, nur wenn es diesen Mechanismus gibt, dann muss es ja eine Phase geben, wo der Tumor entsteht und eine Phase geben, wo der Tumor verschwindet. Ich bin Techniker. Ich denke einfach nur nach. Und also es müsste eigentlich so etwas geben wie eine Heilungsphase. Haben Sie schon jemals etwas von einem Onkologen gehört, dass der sagen würde, ach, Sie sind gerade mit Ihrem Krebs in einer Heilungsphase? Nö, sowas hört man von denen nie. Weil sie das einfach ausblenden. Ja, würden sie einräumen, dass es diesen Mechanismus gibt? Ja, da würden wir uns auf die Ursachenforschung begeben. Aber Ursachenforschung in der Schulmedizin. Die Schulmedizin weiß von keinem Programm die Ursache. Die weiß nicht, woher der Diabetes kommt, woher die Migräne kommt, woher die Neurodermitis kommt. Ja, Theorien gibt es ja en masse. Und Dr. Hammer sagt ja, die Ursache ist monokausal der Schock. Und wenn jemand da so eine Behauptung aufstellt, muss es beweisen können. Und Hammer hat es bisher immer beweisen können. Es gibt ja, weiß ich nicht, 30 Überprüfungen. Stimmt oder stimmt es nicht? Und die Überprüfungen von Universitäten, von Professoren, Amtsärzten, Ärztegremien haben immer bestätigt, es stimmt. Und wenn jemand sagt, das stimmt nicht, dann muss der das widerlegen können. Nur bisher ist nicht widerlegt worden. Ja, und weil man halt die Sache vor Hammer nicht widerlegen kann, greift man da zu unlauteren Methoden, man diskreditiert seine Person. Und das ist keine wissenschaftliche Vorgehensweise mehr. So, und Dr. Hammer ist hergegangen und hat einmal sämtliche Organe nach den drei Gewebstypen sortiert. Also eigentlich haben wir vier Gewebstypen. Also wenn man den ganzen Körper hernimmt und die Gewebe analysiert, ja, kann man vier verschiedene Gruppen quasi erkennen. So im Prinzip wie beim Hausbauen. Mit den Betonsteinen mache ich den Keller. Mit Ziegel die Hausmauer und mit Klinker den Kamin. Und so kann man sich das vorstellen, sind aus vier verschiedenen Gewebstypen unsere Organe zusammenbastelt von der Natur. Und wir haben das innere Keimblatt oder Endotherm, das ist Drüsengewebe. Da haben wir zum Beispiel den Magentumor. Wir haben auch die Darmzotten. Also den Darmkrebs oder Blut im Stuhl. Wir haben auch die Lunge, Lungenrundherd oder die Lungentuberkulose in der Heilungsphase. Wir haben die Leber, Leberkrebs. Wir haben die Schilddrüse, Schilddrüse-Über-Unterfunktion. Wir haben die Prostata. Wir haben Ohrspeicheldrüsen. Wir haben Gebärmutterkörperschleimhaut. Ja, da gehört vielleicht noch das Mittelohr dazu.
oder das Urauge, die Bauchspeicheldrüse, also Pankreaskarzinom. Dann das äußere Keimblatt oder Ektoderm ist Blattenepithel. Also unter dem Mikroskop schauen Drüsengewebszellen ganz anders aus als Blattenepithelzellen. Da haben wir ganz groß die äußere Haut mit den Haaren, also Neurodermitis, Fieberblase, Schuppenflechte. Wir haben bei der Lunge die Bronchien, die Bronchitis oder Bronchialkarzinom. Wir haben die Leber-Gallengänge, also die Gelbsucht in der Heilung. Wir haben den Harnweg, Nierenbecken, Leiter, Blase, Röhre, Blasenentzündung. Oder wir haben auch die Mundschleimhaut, was wir mit der Zunge berühren. Das ist Plattenepithelschleimhaut. Das ist ein recht robustes Gewebe. Wenn ich da einen Knochen runterschluck, also der ganze Rachenschlund ist austapeziert mit Plattenepithel. Das raspelt darunter, das muss stabil sein. Ja, mit nur Drüsengewebe, da wäre die Abnutzung zu groß. Oder Zahnschmelz, das Verelfenbeiner, das Plattenepithel. Gebärmuttermund oder die Herzkranzgefäße, Aortenbogen, Karotis, externer, interner, ist mit Plattenepithel austapeziert. Und dann das mittlere Keimblatt unterteilt sich eben in eine ältere und eine jüngere Gruppe. Also offiziell gibt es 3 Keimblätter. Aber wenn man es eben genauer betrachtet, gibt es 4 Gewebstypen. Und die ältere Gruppe ist drüsenähnliches Gewebe. Da haben wir die Lederhaut mit den Schweißdrüsen. Die Milchdrüsen deshalb, weil die umgebaute Schweißdrüsen sind. Also das Mammakarzinom und die Lederhaut, das Melanom, ja, das ist eigentlich vom Gewebe her sehr, sehr ähnlich. Oder eben das Rippenfell oder Bauchfell oder Herzbeutel. Ja, das ist drüsenähnliches Gewebe. Und dann Bindegewebe. Da haben wir Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln, Fettgewebe und Zahnbein. Ja. Und wie gesagt, wir müssen das aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen, dann ergibt sich eine Logik, eine Biologik. Und zwar begonnen muss das Leben haben mit einem Einzeller im Urmeer. Und ja, das ist auch so interessant. Ja, wir schicken da Sonden durch den All, ja, auf der Suche nach Leben. Und vielversprechend ist es dann, wenn dort Wasser ist. Ja, das ist quasi die Grundvoraussetzung für Leben. Das weiß man. Und also ich traue mir wetten, wenn die irgendwo einmal was Lebendiges finden, auf irgendeinem anderen Planeten, also muss die Sensation sein. Und was machen wir gleichzeitig hier auf dem Planeten? Wir bringen Gattungen um. Wir rotten sie aus. Ist doch verrückt, oder? Also irgendwie, ja. Und bis es einmal zu einer diploiden Zelle wurde, also die Geschlechter, ja, weiblich, männlich, dann der Chromosomensatz, dass aus einem Chromosomensatz 2 wurden, ja, die Helix, das muss ja auch einmal eine Milliarde Jahre gebraucht haben. Und dann eigentlich diese Ringform, ja, unser Vorfahre, das muss ja schon 2 Milliarden gewesen sein, 2 Milliarden Jahre. Und Seeanemonen sehen heute noch so aus und im Prinzip war dieses Viecherl, hatte einen Urmund und hat da die Speise aufgenommen und durch dieselbe Öffnung musste es den Kotbrocken wieder auswürgen. Und diese Ringform riss auf und hat dadurch erst unseren aufrechten Gang ermöglicht. Und der Riss erfolgte nicht am Kopf, wie es hier so eingezeichnet ist, sondern am Kehlkopf. Und was haben wir jetzt? Drüsengewebe, also unser Vorfahre bestand ja hauptsächlich aus Drüsengewebe. Was haben wir Drüsengewebe im Kopfbereich?
Da haben wir einmal die Tränendrüsen, das Urauge, das Mittelohr, Ohrspeicheldrüse und der Zungenspeicheldrüse. Wir haben die Mandeln, wir haben die Schilddrüse. Und rechts geht es darum, den Brocken aufzunehmen, den guten Brocken zu bekommen. Und wenn ich darin einen Konflikt habe, reagiere ich halt mit diesem Drüsengewebe. Also beim Mittelohr, da geht es um den Informationsbrocken. Beim Urauge, da geht es um den Lichtbrocken, ein bestimmtes Bild, was ich nicht zu sehen kriege. Bei der Schilddrüse war zu langsam, den Brocken zu bekommen. Und dann geht es weiter, der Schlund, der Magen, dann so die Bauchspeicheldrüse, die Leber, der Dünndarm und wo der Dünndarm in den Dickdarm übergeht, ja, beim Blinddarm. Da geht es jetzt darum, den Kotbrocken zu bilden und loszuwerden. Also der ganze Dickdarm, da geht es darum, den Brocken loszuwerden, der unverdauliche Brocken, der Ärger, der Kotbrocken, den ich nicht wegkriege. Und das, was halt heute am Rektum liegt, das lag früher hier, am Kehlkopf. Und das Drüsengewebe im Kopfbereich links, die Schilddrüse, die war zu langsam, den Kotbrocken loszuwerden. Das Mittelohr, den Informationsbrocken, den ich da habe, werde ich nicht los. Oder das Urauge, den Lichtbrocken, ich möchte das Bild nicht mehr sehen. Ja? Also da geht es, bei diesen Tierchen ging es natürlich nur um den Brocken. Fressen und sich vermehren. Mehr hat das Viecherl nicht im Sinn gehabt. Soziales Verhalten gab es damals noch keines. Hier wurde in dem Stadium noch nicht unterschieden zwischen Partner, Mutter, Kind. Also die Händigkeit hat in der gelben Gruppe überhaupt keine Bedeutung. Und wir haben eben von diesem Vorfahren sein Drüsengewebe geerbt. Wir haben hierfür sein Hirn geerbt, das Stammhirn. Das ist das älteste Hirnteil. Und auch das Konfliktpotenzial. Und den Brockenkonflikt. Und beim Tier geht es halt um den realen Nahrungsbrocken, bei uns Menschen im übertragenen Sinne um den Brocken. Also wenn zum Beispiel auf dem Tisch ein Steak da duftet, also mir rinnt das Wasser im Mund zusammen. Da sehe ich den realen Nahrungsbrocken. Aber meiner Hündin auch. Ja, die Emma kriegt auch große Augen und beginnt mit der Zunge zu schlecken. Wenn hier Bündel 500-Euro-Scheine liegt, also mir rinnt das Wasser im Mund zusammen, was man damit machen könnte, das geht da immer am Arsch vorbei. Ja, die sieht da keinen Brocken da drin. Ja. Aber dafür wieder hat es einen Knochen, ja, der stinkt, ja, dann da rinnt ihr das Wasser im Mund zusammen und das ist für mich wieder, das ist ekelig. Da reagiert nicht auf mit Brocken. So, und jetzt die Tabelle ist so organisiert, quasi wie der Wurm, ja, rechte Spalte, die Organe, die den Brocken aufnehmen und linke Spalte, die Organe, die den Kotbrocken loswerden wollen. Und wir haben immer in der aktiven Phase Zellvermehrung und dadurch eine Funktionsverstärkung. War ich zu langsam, den Brocken zu bekommen, habe ich den Hamerschen Herd im Stammhirn, im Hirnrelais für die Schilddrüse. Die macht jetzt Zellvermehrung, schüttet mehr Hormone aus, ich bin in der Schilddrüsenüberfunktion und das ist der Sinn von dem Programm. Das ist die Therapie der Natur. Ja, ich werde real schneller und erwische dadurch den Brocken. Und dann fällt mir der Stein von der Seele und dann komme ich in die Heilung. Also, es gibt ja 1000 Therapierichtungen weltweit, laut Medical Tribune. Chinesische Medizin, indische Homöopathie, wie sie alle heißen. Alle haben sie so ihre Therapie. Ja, niemand weiß eigentlich die Ursache, aber jeder hat so seine Therapie. Und uns wirft man ja vor, wir hätten ja gar keine Therapie. Wir würden ja gar nichts machen. Ja, wir greifen ja den Patienten nicht an und wir geben ihm nichts zum Schlucken und so. Und in Wirklichkeit hat uns die Natur die Therapie einprogrammiert.
Es ist ja nicht das Symptom das Problem, es ist der Konflikt das Problem. Ich war zu langsam, um den Doktortitel zu bekommen. Ja, und ich war zu langsam, um die Doktorarbeit abzuliefern. Ja, und jetzt reagiere ich mit beiden Schilddrüsenlappen. Und beide machen Zellplus. Und jetzt bin ich voll in der Überfunktion. Und ich kann 3 Wochen durcharbeiten, ohne zu schlafen. Ich werde real schneller. Und das ist die Therapie. Dann werde ich endlich die Doktorarbeit, kann ich abgeben. So, und jetzt kriege ich meinen Doktortitel. Jetzt fällt mir der Stein von der Seele. Und in der Heilungsphase wird dieses nun nicht mehr benötigte Zellplus von den Pilzen, Pilzbakterien, tuberkulös abgebaut. Und am Ende der Heilung ist das Symptom weg und ihr habt keine Nebenwirkungen. Ja, und das kostet fast nichts, die Therapie. Ja. Und in der Schulmedizin, sie wissen ja, was man da macht. Ja. Oder genauso, wenn ich einen zu großen Brocken geschluckt habe, der liegt jetzt unverdaulich im Magen, geht nicht durch. Ja, dann macht eben das Drüsengewebe am Magen einen blumenkohlartigen Tumor, Zellplus, mehr Verdauungssäfte, um den Brocken abdauern zu können. Flutscht er endlich durch, ist die Ursache gelöst. Der Tumor stoppt, in der Heilung wird das Ganze tuberkulös abgebaut und am Ende der Heilung bin ich auch schulmedizinisch gesund. Das Symptom ist weg. Was ist ein Ziel einer jeden Therapie? Das Symptom soll weg. Ja, das Symptom ist weg. Und das gilt aber nicht als Therapie. Blödsinn. Klar ist das, das ist die Therapie schlechthin, die ursächliche. Oder genauso Prostatakarzinom. Der typische Prostatakonflikt ist ja, wenn dem älteren Mann die jüngere Frau zugunsten eines jüngeren Mannes davonläuft. Und wie gesagt, wir müssen die Programme aus der Entwicklungsgeschichte raus verstehen. Und das ist ein uralt Programm, das hat ja schon unser Vorfahre im Urmeer und quasi der Fisch im Wasser. Und jetzt macht die Prostata Zellvermehrung und produziert mehr Samenflüssigkeit. Nicht Samen, der wird im Hoden produziert, sondern wo er drin schwimmt. Vom Ejakulat ist ja 99% Prostatasekret und nur 1% Samen. Also er hat dadurch mehr Ejakulat. Und wenn jetzt der Fischmann im Wasser eine größere Samenwolke abgibt als normalerweise, denkt sich das nächstbeste vorbeischwimmende Weibchen, boah, so ein toller Hecht. Und kommt zurück zum Männchen. Und das ist die Konfliktlösung. Also um dem Weibchen zu imponieren, kommt das Weibchen zurück oder ein anderes Weibchen oder 2, 3 andere Weibchen, dann stoppt das Prostatakarzinom und in der Heilung wird das Tuberkulös abgebaut und am Ende der Heilung ist das Symptom weg. Ja, und sollte da was weiß ich, ein Verschluss gewesen sein von der Harnröhre, das ist dann wieder frei am Ende der Heilung. Und das Ganze ohne Impotenz und ohne Inkontinenz. Gell? Das Problem ist ja, wenn die Schulmedizin da eingreift, die zementiert dann das Problem fest. Gell? Und eine Prostata-Prothesen gibt es nicht. Gell? Und zu Naturgesetzen gibt es auch keine Alternativen. Gell? Ich muss auf Naturgesetze aufbauen, um therapeutisch erfolgreich sein zu können. Nur schaut halt die Therapie nicht in der Tabletten aus oder in der Ernährungsumstellung oder mit der Chemo oder so, sondern der Mann braucht die Frau wieder zurück. Da muss ich ansetzen. Und das ist ja der Paradigmenwechsel in der Therapie oder in der Medizin. Ja, brauche ich die milliardenschweren Strahlenkanonen und Operationen oder brauche ich gesunden Hausverstand? Das ist, und das macht auch frei. Ja, ich bin nicht abhängig. Ich bin aber nicht vom Globuli abhängig. Zwischen mir und meiner Gesundheit steht weder Arzt noch Medikament. Heilen kann sie nur der Körper selber, dadurch, dass die Ursache ausgeräumt wird. Und diese Ursache, wie gesagt, das muss man halt verstehen lernen, diese biologische Sprache. Ja, und wie gesagt, gilt auch fürs Tier. Dann hat eben das Tierchen das Land erobert und
hat das Urmeer, die Ursuppe verlassen, war jetzt am unwirtlichen Land und brauchte eben zusätzliche Organe, um sich gegen spitze Steine zu schützen, die inneren Häute, ein zusätzliches Hirn, das Kleinhirn. Und hier ist das Konfliktpotenzial die Verletzung meiner Integrität, Attacke, Verunstaltungen, Besudelungen, das geht auch verbal, ja, wenn ich beschimpft werde. Und jetzt egal, ob das jetzt ist Bauchfell oder Brustfell oder der Herzbeutel oder die Lederhaut ist, in der aktiven Phase macht wieder Zell Plus, die Mauer nach außen wird dicker gebaut, um meine Integrität zu schützen. Ist die Gefahr gebannt, stoppt die Zellteilung und in der Heilung wird das Ganze wieder tuberkulös abgebaut durch die zugehörigen Mikroben, die Pilzbakterien. Und die Milchdrüsen sind, wie gesagt, umgebaute Schweißdrüsen und die liegen in der Lederhaut. Wir haben zum Beispiel ganz hinten im Kleinhirn die Lederhaut. Also Programme der Lederhaut ist Melanom, ist Akne, ist Gürtelrose, ist Pest, ist Lepra, ist Fußschweiß, ist Körpergeruch. Und im Relais der Lederhaut liegen die Milchdrüsen. Und hier mit den Milchdrüsen wurde das erste soziale Verhalten einprogrammiert. Und ab jetzt ist die Händigkeit entscheidend. Und das zieht sich dann durch bis in die Gehirnrinde. Und wenn mir jetzt der Partner verunglückt, mit gebrochenen Knochen am Boden liegt, nicht mehr für Nahrungsaufnahme sorgen kann, oder wenn mir das Kind krank wird, dann startet jetzt bei mir das erste soziale Programm. Aus meiner Substanz halte ich dieses Individuum am Leben. Durch Zellvermehrung der Milchdrüsen, mehr Muttermilch, um dem Individuum eine höhere Überlebenschance geben zu können. Wird derjenige gesund, stoppt die Zellteilung und in der Heilung wird der Knoten tuberkulös verkäsend abgebaut und am Ende der Heilung ist der Knoten weg. Und es kann natürlich auch der Mann mit Brustkrebs reagieren, einfach aus dem Grund, weil der frühere Mensch weiblich war. Reste davon sieht man eben noch beim Mann. Der hat eben Brustwarzen, der hat Milchdrüsen. Und wozu braucht der Mann Brustwarzen? Zum Spielen, oder wie? Und es gibt auch Menschen, die haben keine zwei Brustwarzen, sondern wie der Hund eine richtige Gesäugeleiste. Und so 10 Brustwarzen, sichtbar. Das muss nicht immer ganz symmetrisch sein, das kann sogar bis zur Wange hochgehen. Oder in die Taille, so am Rücken. Ja, und es verläuft aber komplett gleich beim Mann, der Brustkrebs. Ist auch gar nicht so selten. Aber jeder 100. Brustkrebs betrifft eben den Mann. Und also wir haben das Stammhirn und das Kleinhirn zusammen nennen wir Althirn. Und die Althirnprogramme machen in der aktiven Phase Zellvermehrung und in der Heilung tuberkulösen Abbau. Also die Mikroben haben wir immer an uns und in uns. Es gibt in der Natur keinen sterilen Raum. Und die Mikroben, die sind nicht die Krankheitsverursacher, sondern die Chirurgen der Natur. Erst wenn ich den Konflikt löse, in der vagotonen Heilungsphase, schaltet unser Hirn die zugehörigen Mikroben an. Also wir leben in Symbiose mit den Mikroben. Unser Hirn hat einen Code für die Mikrobe. Und nur in der Heilungsphase haben sie Stoffwechsel, nur in der Heilungsphase arbeiten sie. Und das allein zeigt schon, dass die Mikrobe von sich aus nichts tut. Also, der Pasteur, auf dem beruht ja die ganze Mikrobenphobie, ja, der hat ja eine regelrechte weltweite Mikrobenhysterie ausgelöst. Und am Sterbebett hat er dann zugegeben,
Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Und das Milieu schafft der Patient ja selbst, und zwar durch die Konfliktlösung. Also in der aktiven Phase ist er Sympathikotron und da entsteht jetzt neben, was er sieht, der Darmkrebs oder das Melanom und er hat kalte Hände. Und mit der Konfliktlösung fällt in die Vagotonie und er hat warme Hände. Und jetzt schaltet unser Hirn die Mikroben an. Die arbeiten nur in der Vagotonie. Und eine Stunde zuvor hat er noch kalte Hände, eine Stunde später hat er kochend heiße Hände. Und jetzt arbeiten die Mikroben auf seinen Befehl hin. Der heißt Konfliktlösung. Und von sich aus macht die Mikrobe überhaupt nichts. Und deshalb kann es keine Ansteckung geben. Und sagen wir, die meisten Patienten kommen ja in einer Heilungsphase. Alles, was Entzündung heißt, alles, was Hirnödem heißt, alles, was Fieber heißt, alles, was Infektion heißt, ist eine Heilungsphase. Also von 100 kommen 90 in einer Heilungsphase. Und da arbeiten die Mikroben. Und die Schulmedizin hat ein Weltbild, das ist sage und schreibe 100 Jahre alt. Und haben noch immer den Pasteur im Kopf. Bei dem Patienten sieht man die Mikroben am Arbeiten, also die haben das verursacht. Und das wäre dasselbe, würde ich sagen, jetzt war ich bei 100 Großbränden. 100 Mal stand die Feuerwehr davor. Ich weiß, wer die Großbrände legt, das ist die Feuerwehr. Und das stimmt halt nicht. Und dann gibt man halt dem Patienten Antibiotika, weil das Sympathikoton wirkt. Und die Mikrobe arbeitet nur in der Vagotonie. Also man hindert quasi mit dem Antibiotika oder Tuberkulostatika, Chemo, hindert man die Mikrobe am Arbeiten. Und dann verläuft die Heilung unbiologisch. Die Tumore bleiben. Und das ist nicht gut. Ja, wenn das Prostatakarzinom bleibt, dann hat der dein Leben lang Probleme beim Pinkeln. Das ist ja nicht gut, oder? Und normalerweise haben wir immer die Mikroben. Und beobachten Sie einmal ein Kleinkind, was unbeaufsichtigt durch den Garten krabbelt. Was sich das Kind alles reinschiebt. Da ist wirklich alles dabei. Und das ist offensichtlich notwendig, weil als Erwachsener krabbeln sie nicht mehr durch den Garten und schieben sich alles Mögliche in den Mund. Als Kleinkind tun sie das. Und in dem Stadium machen wir uns bekannt mit den Mikroben. Und wenn das von der Mutter unterbunden wird, also nach dieser Schweinegrippe-Hysterie laufen ja noch immer Mütter rum mit ihrem Pfpf. Alles, was das Kind angreifen möchte, wird zuvor Pfpf desinfiziert. Wächst auf ohne Mikroben. Und wie gesagt, als Erwachsener krabbelt es der Mensch nicht mehr durch den Garten und schiebt sich alles in den Mund. Also dieser Mensch hat nie Bekanntschaft gemacht mit den Mikroben. Und das ist auch der einzige Grund, warum wir keine Mikroben haben können. Überhygiene. Ansonsten kein Antibiotika, keine Impfung verhindert Mikroben. Einzig und allein die Überhygiene. Und warum? Weil man eben meint, die Mikroben wären böse. Und das ist Unsinn. Ja, sagen wir, wenn ich, sagen wir, in Überhygiene erzogen wurde, und dann als Erwachsener einmal mit Mikroben in Berührung kommen, dann kann es heftig werden. Aber wenn ich seit Kindheit mit den Mikroben vertraut bin, gibt es diese Probleme nicht. Das ähnliche Phänomen haben Sie, wenn Sie in den Flieger steigen und nach Asien fliegen und aus dem Flieger aussteigen und denken, jetzt rutscht es mir alle den Buckel runter, ich spann ab. In Asien hat es ein paar andere Mikroben als hier. Und dann kann es zu Überreaktionen führen.
ja, in der Heilungsphase. Weil die Natur hat auch kein Programm für Flieger. In der Natur müsste nach Asien zu Fuß laufen. Und da wäre er ein paar Jahre unterwegs. Und dann hätte er mal, was weiß ich, in Griechenland eine Grippe und was weiß ich, dann ein paar Länder weiter auch mal wieder eine Grippe. Und dann würde sich der Körper bekannt machen mit den Mikroben. Aber innerhalb weniger Stunden, tausende Kilometer weit zu kommen, in ein komplett anderes Mikrobenmilieu, da gibt es kein Programm dafür in der Natur. Und dasselbe Problem haben sie durch Überhygiene. Also, und wenn es diese Angst vor dem unsichtbaren Bösen, ja, ablegen und ganz normal sich bewegen in der Natur, dann passiert am allerwenigsten. Aber man hat uns das halt alles, man hat uns ja die Natur zum Feind erklärt. Ja, im Wald, ja, die Zeckengefahr und alles nur Schwachsinn, alles nur Blödsinn. So, dann benötigt das Tierchen einen Bewegungsapparat und Knochen, Sehnen, Knorpel, Muskeln und wir brauchen wieder ein zusätzliches Hirn, das Marklager. Und hier ist der Sitz des Selbstwerts. Ein Mensch mit einem gesunden Selbstwert hat einen aufrechten Gang. Jemand, der im Selbstwert einbricht, hat Probleme mit dem Bewegungsapparat. Und Skoliose, Bechterew, Arthritis und Knochenkrebs, Anämie, Leukämie. Und Achtung, jetzt sind wir im Großhirn. Also das Marklager und die Gehirnrinde nennen wir Neuhirn oder Großhirn. Und diese Programme machen in der aktiven Phase Zellminus. Und beim Knochen nennt man es Osteolysen, beim Bindegewebe, Sehne, Muskeln nennt man es Nekrosen. An Löcher, so wie beim Emmentaler. Und wenn ich in der Natur einen Selbstwerteinbruch nicht lösen kann, dann werden die Löcher größer, bis der Knochen bricht, die Sehne reißt. Und also hier hilft die Natur nicht gleich. Da muss ich erst den Selbstwerteinbruch lösen. In der Heilung, die zugehörigen Mikroben sind die Bakterien. Die helfen mir mit, diese Löcher und der Schwellung wieder aufzufüllen. Am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und der Knochen bleibt dicker, die Sehne bleibt dicker ein Leben lang, so wie beim Knochenbruch. Und also hier ist die Therapie erst am Ende der Heilung, dafür aber gleich ein Leben lang, habe ich eine Funktionsverstärkung. Und aus dem Grund nennt man diese Gruppe auch Luxusgruppe. Aber auch der Kieferknochen, ja, die Parodontose, ist ein Selbstwerteinbruch, nicht zubeißen können, der Gegner ist zu mächtig. Und wir haben ja auch viele Redewendungen, die den Nagel auf den Kopf treffen. Ja, wenn wir die Zähne ausbissen. Und oft muss man ja dem Patienten nur zuhören, welche Worte verwendet er. Und dann gehen es damit in die Diagnosetabelle. Und das ist das, was ich in der Sekunde assoziiere. Ja, diese biologische Sprache. Ja, nicht können. Beißkonflikt, nicht können. Und das kann so weit gehen, dass man halt die Zähne ausfallen, ja? Und, oder Kieferknochenkrebs. Und in der Heilung, wenn ich dann zubeißen kann, dann wird der Knochen unter Schwellung rekalzifiziert und da helfen die Bakterien mit. Und jetzt, das fällt erst auf. Und jetzt habe ich Schmerzen. Und jetzt laufe ich zum Schulmediziner und der sieht da die Bakterien am Arbeiten und meint, ich würde mir die Zähne nicht putzen. Und das hat nichts mit Zähneputzen zu tun, sondern ich bin gerade in einer Heilungsphase und die Chirurgen helfen da, die Bakterien helfen mir, das wieder aufzufüllen. Und oder es wird mir in der Heilungsphase Kieferknochenkrebs diagnostiziert. Und dann wird mir ein Kieferknochen rausgeschnitten und aus dem Becken kam was implantiert. Und der helle Wahnsinn, was da abgehalten wird. Bestrahlung und Chemo und also die Patienten, die verrecken förmlich und das nicht von jetzt auf dann, sondern innerhalb von einem Jahr oder zwei, drei Jahren. Elendiglich, ja, können nicht mehr essen, nicht schlucken und meine Güte. Und alles Unsinn, ja, wenn man da nichts tut, am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und der Kiefer
ist dichter und fester als vorher und hält den Zahn besser als vorher, ja, die Luxusgruppe. Und wir haben auch in der aktiven Phase Blutarmut. Also der Knochen osteolysiert und das Knochenmark stellt die Blutproduktion ein. Und die weißen sacken in den Keller, die roten sacken in den Keller, auch die Blutblättchen gehen zurück. Und in der Heilung, wenn der Knochen wieder aufgefüllt wird, da wird auch wieder Blut produziert, überschießend. Ja, zuerst weiße, unreife Leukoplasten überschießend und dann die roten überschießend. Ja, und dann haben wir die Leukämie. Und das wird auch, also in der Schulmedizin gibt es 1000 Krankheitsbilder, ja. 500 kalte und 500 heiße. Und in Wirklichkeit sind es 500 Sonderprogramme, Tandems. Ja, das Anämie ist die aktive Phase und Leukämie ist davon die Heilung. So wie beim Lungenrundherd. Das ist die aktive Phase, Lungentuberkulose ist davon die Heilung. In der Schulmedizin sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Genauso Anämie, Leukämie. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und in Wirklichkeit gehört das zusammen. Das eine ist aktiv, das andere ist die Heilung. Und wir sprechen ja vom Glück der Leukämie. Zum Glück habe ich den Selbstreinbruch lösen können. Weil lösen muss ich ihn. Wenn ich den nicht löse, sterbe an Anämie oder es löst sich der Knochen auf. Und lieber löse den heute als morgen. Morgen habe ich mehr Konfliktmasse. Also deshalb sprechen wir vom Glück der Leukämie. Und allein nur. Und an der Leukämie so einfach stirbt man gar nicht, gell? An der Panik stirbt man. Und allein nur das Symptom richtig zu interpretieren, ja, das, ah, die Leukämie ist die Heilung, ja, das muss man mir erst einmal sagen, da kriegt man ja die Panik. Und das ist das Tödliche, die Panik. Und der Schulmediziner, der macht das Geschäft mit der Angst. Ja, der zaubert uns das Unheil an die Wand und sagt, ich habe aber die Lösung, Chemo. Ja, und selber lehnt das ab. Und dann, wenn man sagt, na, Herr Doktor, möchte ich nicht, dann sagt er, wenn Sie sich nicht therapieren lassen, sind Sie in 3 Monaten tot. Und kann sich auf keine Studie berufen, die das zeigen würde. Es gibt keine Studie mit Krebspatienten, die zeigen würde, was passiert mit ihnen, wenn man nichts tut. Die Begründung lautet, das ist ethisch nicht vertretbar, nichts zu machen. Aber Mortalität von 95%, das können die Herrschaften ethisch vertreten. Ja. Und wie gesagt, am Ende der Heilung ist es dicker als vorher. Und wenn ich da in eine hängende Heilung komme, dann wird es dicker, 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 dicker. Und dann habe ich das Überbein oder den Pechteref oder die Zellulitis. Und das funktioniert. Wenn man allergisch reagiert über Schienen, kann man dann in eine hängende Heilung kommen. So, und das komplexeste Hirn ist unser jüngstes Gehirn, die Gehirnrinde, die steuert das Plattenepithel und die Funktionsausfälle. Und da haben wir zwei große Themen, Trennung und Revier. Da wird das soziale Verhalten gesteuert. Also Trennung geht auf die äußere Haut, geht auf die Milchgänge, geht auf die Bindehaut, auf die Hornhaut, auf die Linse, geht auf die Knochenhaut. Und eine Trennung in der Natur ist die Katastrophe. Wenn die Gazelle den Anschluss zur Herde verloren hat, also das ist der sichere Tod für die vereinzelte Gazelle, die siehst du nie wieder, vergiss sie. Und wir haben jetzt in der aktiven Phase ein beeinträchtigtes Kurzzeitgedächtnis, um das Individuum, von dem er getrennt wurde oder getrennt werden möchte, zu vergessen, um den Konflikt zu lösen. Und dort, wo die meiste Berührung zu dem Individuum assoziiert wurde, beginnen die Symptome. Ja, wenn ich den Schockmoment habe, Trennung, ja, und ich assoziiere das am Kopf, weil ich dort gestreichelt wurde oder weil ich das Individuum gestreichelt habe, dann habe ich jetzt einen Kopfschuppen oder Haarausfall. Ja, assoziiert es an der Brust. Ja, sagen wir, das Kind, was ich gestillt habe, oder auch den Partner, ja. Ja, sagen wir, hau ab, ja. Kann ich das am Handrücken, die Knochenhaut, dann habe ich die Knochenhaut involviert am Handrücken oder an den Füßen, ja. Und visuelle Trennung aus den Augen verlieren
oder geh mir aus die Augen, ja, dann reagiere halt mit Hornhaut und Bindehaut und Linse. Und in der aktiven Phase macht das Plattenepithel Zell minus und die Haut schuppt. Und das ist aber weniger der Sinn, aber man kann sich das so vorstellen, wie eine Klebestelle aufreißt. Und sie ist sensorisch gelähmt. Das ist taub. Und jetzt hilft man die aktive Phase mit der Taubheit, der sensorischen Lähmung und dem Kurzzeitgedächtnis, das Individuum zu vergessen. Also wenn ich von meiner Geliebten gestreichelt wurde, ja, dann ich vergesse die Geliebte und die Kopfhaut ist sensorisch gelähmt, ich spüre da nichts. Und wenn ich dann drüber hinwegkomme, dann wird die Haut unter Schwellung, Entzündung repariert, sie ist heiß und juckt und tut weh. Und dann haben wir so die Erscheinungsformen wie Ekzem oder Schuppenflechte und Urtikaria und so weiter oder Fieberblase, ja, die Kusstrennung. So, jetzt machen wir ganz Päuschen und ich komme dann gleich wieder. So, ich melde mich schon wieder zurück. Übrigens, was hier auch ganz interessant ist mit diesen Kuscheln, die Schlafdecke ist eigentlich nichts anderes als Partnerersatz. Sagen wir früher, die Menschen, wenn die schliefen, ja, dann schliefen sie immer gemeinsam. Ja, so ein richtiges Knäuel. Und versuchen Sie das einmal. Im Ehebett, ja, dann sind wir die Decke weg. Und so Popacke an Popacke mit dem Partner. Das reicht aus, um eine wohlige Wärme zu empfinden. Das reicht aus. Und nur wenn der Partner halt nicht da ist, ja, da brauchen wir die Zudecke. Das ist interessant. Einfach mal ausprobieren. Und sagen wir, bei Trennung, da geht es an und für sich immer um was Lebendiges auch. Also ich kann keinen Trennungskonflikt mit Neurodermitis vom Laptop erleiden. Ja, mit dem Laptop kuschel ich nicht. Also es muss was Lebendiges sein. Ja, die Haut und Milchgänge und so. Allerdings kann das Kleinkind einen Trennungskonflikt vom Teddy erleiden. Ja, wenn also ein Kleinkind, also ein Plüschtier bekommt, ja, das sofort an die Wange, ja, das Kuscheln. Und jeder hat so seine eigene Realität. Gell? Und für das Kind ist das Tier, das Plüschtier, was Lebendiges und kann da sehr wohl mit Haut reagieren, obwohl es nur Plüsch ist. Aber in den Augen des Kindes lebt das Ding. Ja. Es hat jeder so seine eigene Realität. Das besprechen wir dann beim ersten biologischen Naturgesetz auch genauer. Das Assoziieren und das Individuelle. Der Sir Karl Popper, Erkenntnistheoretiker, der sagte, es gibt so viele Realitäten, so viele Köpfe es gibt. Ja, jeder hat so seine Sicht der Dinge. Und die Wissenschaft hat eben die Aufgabe, da einen gemeinsamen Nenner zu finden, sodass wir alle vom selben reden, ja, das Erkenntniswissenschaft. Und das ist halt auch Hammers Leistung. Ja, er hat quasi hier den roten Faden gefunden. Er hat reproduzierbar im nächstbesten Fall die Ursache gefunden von den Krankheiten, die von sich aus entstehen. Und das ist Hammers Leistung. Er hat aus einer Heilkunst, weil wenn es einen seriösen Schulmediziner fragen, er sagt, ja, die Medizin ist eine Heilkunst. Er hat aus der Heilkunst eine Wissenschaft gemacht. Reproduzierbar im nächstbesten Fall. Ist aber unendlich menschlich geblieben dabei. Also die Natur, die Schöpfung, wenn ich schaffe als Therapeut, dass dem Patienten der Stein von der Seele fällt und gesund wird, das ist der, oder das Kind, das ist doch menschlich. Oder das Tier. Also wenn man das verstanden hat, man kann nicht nur sich selbst helfen, indem man, was weiß ich, die Schwiegermutter rausschmeißt und sagt, du bringst mich um, ja, da ist die Tür, machst du außen zu und
komm nie wieder und dann werde ich gesund, ja, sondern ich kann ja auch für das Individuum die Situation so abändern, dass der gesund werden kann. Und der muss ja gar nichts verstanden haben von der Germanischen. Ja, und das ist doch unglaublich menschlich. Es kostet nichts, es hat keine Nebenwirkungen. Und das ist die Medizin der Zukunft. Ja, die Schulmedizin, dort wo sie Handwerker sind, ja, da können wir sie ja brauchen. Ab und zu Operation oder Medikation. Oder auch die Hightech. Ja, der Computertomograf hat ja auch, sagen wir, den Schlüssel geliefert, der zu den Schlössern passt. Und da können wir es ja brauchen, aber sonst können wir es in der Pfeife rauchen, die Schulmedizin. Und das zweite große Thema ist eben der Revierbereich. Und zwar, da geht es um zwei Dinge zu verwirklichen. Erstens, der Wolf als Einzelindividuum ist nicht überlebensfähig. Sie müssen im Rudel jagen, dann können sie existieren. Und damit das Rudel funktioniert, bedarf es einer Struktur, eines Kommandos, Alpha-Wolf, Zweitwolf. Und diese Rangordnung konstruiert die Natur über Konflikte. Ja, der Revierkampf. Der Schwächere verliert sein Revier. Und das zweite Prinzip, in der Natur kann immer nur oder darf immer nur der Stärkste seine Gene weitergeben. Und wenn jetzt der sein Revier verloren hat, jemand, der sein Revier verloren hat, ist für die Fortpflanzung nicht mehr zuständig, möchte aber auch nicht mehr. Er ist im Prinzip schwul. Bei den Hunden sieht man das schön, ein zerebral kastrierter Rüde. Der trägt die Rute nicht oben, sondern unten. Er hebt nicht mehr das Bein beim Pinkeln. Er hogelt sich hin wie das Weibchen. Der Hund ist im Prinzip schwul. Und bei diesen Revierbereichskonflikten haben wir auch die Fixierung. Also der Schwächere wird vom Stärkeren niederbissen. Und jetzt programmiert sich bei dem Unterlegenen der Alpha, der ist jetzt auf dem Alpha fixiert. Und wenn der Alpha sagt, die Hirschkuh holen wir uns, sagt der Zweitwolf, jawohl. Und so können sie erfolgreich jagen und existieren. Und wenn das Weibchen ihren Eisprung hat, steht der Alpha, der Beste, der hat keine Konflikte im Revierbereich, zur Verfügung. Und der Zweitwolf möchte nicht. Er ist auf dem Alpha fixiert, schwul. Und so hat das Weibchen für ihre Jungen immer den Besten, den Alpha. Und diese natürliche Rangordnung ist interanimalisch verstehbar. Also wir Menschen können beim Wolf den Alpha erkennen, beim Hirsch den Platzhirsch, beim Gorilla den Graurücken. Aber die Tiere können das untereinander auch. Ja, sagen wir, der Wolf weiß, was er sieht, da, das ist da der Hirsch, ja, da musst du aufpassen. Das ist da die Kuh, die ist nicht so, die kann man jagen, aber beim Hirsch musst du aufpassen. Oder auch beim Menschen. Ja? Der Hund weiß, der hat das Sagen, der muss kuschen und der ist konstelliert, der ist manisch-depressiv, den knurst an. Ja? Der ist nicht berechenbar. Die Tiere, also interanimalisch ist das verstehbar. Aber wie heute manche Bundespräsident werden, das muss man sich wirklich fragen. Gell? Nach dem zweiten Wahlgang und noch immer gefälscht. Also das, da brauchst du andere Informationen, dass du das verstehst. Ja, diese Kasperle. Ja. Und bei diesen Revierbereich, Sonderprogrammen, Bronchien, Herzkranzgefäße, Harnweg, die sind eben mit Plattenepithel austapeziert und das schwindet weg, so wie die bei der äußeren Haut, ulzeriert. Und dadurch wird das Lumen größer und ich kriege mehr Luft in die Lunge rein, ich kriege mehr Blut zum Herzmuskel, ich kann das Revier mit mehr Urin besser markieren. Also hier haben wir in der aktiven Phase wieder die Therapie der Natur durch Zellminus eine Funktionsverstärkung. Und in der Heilung wird das unter Schwellung repariert, so wie die äußere Haut und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Und Bronchitis oder Hepatitis, ja, das sind ja alles Heilungsphasen. Und da kommen sie alle. Gell? So, also
Die Großhirnprogramme Maglager und Gehirnrinde machen Zellminus. Also beim Bindegewebe nennt man das Nekrosen, beim Plattenepithel Ulcera. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die macht Funktionsausfälle. Und da gibt es kein Zellplus, kein Zellminus. Und die werden allesamt von der Hirnrinde aus gesteuert. Und da ist der Funktionsausfall der Sinn. Zum Beispiel Verlust der Sehkraft. Ja, Angst im Nacken. Was machen Kinder, wenn sie sich fürchten? Augen zu. Und das ist der Sinn. Und in der Heilung kommt es dann zur Ödembildung und zur Netzhautablösung und zu einer dramatischen Sehverschlechterung und da laufen sie auch alle zum Augenarzt. Und am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück und das vernarrt und dann wird der Augapfel kürzer oder länger und dann ist man mal kurz oder weitsichtig und das bleibt. Narben bleiben. Und das kann man halt mit den Brillen korrigieren. Ja, und Brille ist ja nicht so eine blöde Einrichtung. Es ist zwar keine Therapie, aber man kann sich jetzt helfen damit. Es bleibt auch, ja, das verschwindet nicht. Beim Glaskörper könnte ich es mir abgewöhnen, aber bei der Netzhaut nicht, die Brille. Und also normalerweise haben wir die Therapie immer durch Funktionsverstärkung in der aktiven Phase, meist bei der Luxusgruppe am Ende der Heilung. Und hier ist der Funktionsausfall in der aktiven Phase der Sinn. Also die Natur kann alles. Und sagen wir, ich bin ja Softwaretechniker und wenn man bedenkt, entstanden ist sind wir durch eine befruchtete Eizelle und in der befruchteten Eizelle war der komplette Bauplan für unseren Körper enthalten. Denken Sie einmal an das hochkomplexe Organ Auge. Also, dass wir sehen können, dass wir räumlich sehen können und dass wir allein die Muskulatur beim Auge, es ist Wahnsinn. Und in dieser befruchteten Eizelle war bereits der Bauplan für die nächste halbe Generation. Ja, das Mädchen kommt ja mit, weiß ich nicht, 20.000 Eizellen zur Welt, die dann so mit 11 dann so sukzessive heranreifen. Und alles überdimensioniert. Ja, sagen wir, unser Schienbein, der Knochen, trägt 2 Tonnen Druck. Oder die Linse ist glasklar. Und und das Ganze ist, kann sie selber reparieren. Wer, wenn ich mich verletze, schneide und blute. Ja, die Wunde verheilt, vernarrt. Und hat noch die Sonderprogramme einprogrammiert. Also die Therapie einprogrammiert und kann dienen als Nahrung für andere und ist voll biologisch abbaubar. Also ist doch ein Wahnsinn, oder? Und wenn ich da nicht ehrfurchtsvoll in die Knie gehe, also ich brauche da keinen Bärtigen, ja, der da ja. Lass mal das. So, und das dritte Gesetz besagt eben, die Althirnprogramme machen Zellvermehrung, also Prostatakarzinom wird größer, größer in der aktiven, oder das Mammakarzinom wird größer, größer in der aktiven Phase, und die Großhirn machen Zellminus, also der Knochen macht Zellminus, oder die Bronchien in der aktiven Phase machen Zellminus, oder eben Funktionsausfall. Also, und das zeigt auch wieder, dass der Krebs nichts mit Entartung zu tun hat. Ja, er folgt nach Naturgesetzen. Und Sie als Patient sind Chef des Verfahrens. Das Zellplus bleibt so lange, bis die Ursache gelöst haben. Und dann stoppt die Zellteilung. Wenn Sie nur das Symptom wegschneiden, die Ursache nicht lösen, kommt das Symptom wieder. Und dann muss man die Therapie verschärfen. Ja, und auf der Strecke bleibt der Patient. Und wenn Sie jetzt, sagen wir, verstehen lernen, wie Ihr Körper funktioniert, ja, man kann ja sagen, Hammer erklärt uns, wie unser Körper funktioniert. Wir stecken da ein Leben lang drin.
und wissen nicht, wie Fußpilz funktioniert. Und wenn Sie jetzt die Ursache wissen, ja, wenn Sie wissen, was das ist, Darmkrebs, ist der unverdauliche Brocken, der Ärger. Und wenn Sie in der aktiven Phase wird der Darmkrebs größer, größer. Also Sie wissen dann auch, der Konflikt ist nicht gelöst. Und niemand kennt Ihre Organebene, Ihre Psyche besser als Sie selbst. Und dann haben Sie ja Chance, die Ursache zu finden, den Ärger. Erkennen tun Sie ja den Konflikt an den drei Kriterien, hochakut, isolativ, am falschen Fuß. Und wenn Sie wissen, ah, das war mit dem Nachbarn, ah, ja klar, dann wissen Sie, was zu tun ist. Ja, dann, ich meine, es gibt keine Patentlösung, gell? So individuell, wie wir Menschen sind, so individuell sind unsere Konflikte und so individuell sind unsere Lösungen. Eine Möglichkeit wäre, dass man sie ausspricht mit dem Nachbarn und Freunde wird, ja, dass einem der Stein von der Seele fällt. Und die meisten kommen ja in einer Heilungsphase, dann haben sie Blut im Stuhl, Darmschleimhautfetzen, Tumorbrocken, da wird das Tuberkulös abgebaut. Das geht auch einher mit Koliken und so weiter. Und meistens wird hier der Darmkrebs erst bemerkt und der Schulmediziner unterscheidet nicht zwischen Aktiv und Heilung. Sie haben einfach die Darmkrebsdiagnose. Und mit der Krebsdiagnose haben Sie ein nächstes Problem, Todesangst, Lungenrundherde. Und in der Angst werden Sie gehalten. Wenn Sie aber jetzt verstehen lernen, die Symptome richtig zu interpretieren, dann wissen Sie, dass der Verschluss kommen ist, was ja das Gefährliche ist. Dann wird sie mit jedem Tag unwahrscheinlicher, weil ja der Tumor kleiner, kleiner wird. Und wenn Sie jetzt wissen, wie lange Sie konfliktaktiv waren, dann wissen Sie auch, wie lange Sie in der Heilungsphase sein werden. Und Sie sehen quasi hier bereits, wie lange es dauern wird. Und allein dadurch haben Sie schon weniger Angst. Und was uns umbringt, das sind ja die Folgekonflikte. Ja, Metastasen ist ja nichts anderes als ein Folgekrebs, ein Folgekonfliktschock. Durch die Krebsdiagnose oder durch die Therapie, jetzt wird einmal operiert, der möchte mit dem Bauch aufschlitzen, reagieren Sie mit dem Bauchfell und so weiter. Also das Beste ist noch immer, solange Sie gesund sind, sich zu informieren. Wie gesagt, das Wissen gehört in den Biologieunterricht. Und der Sinn ist immer in der aktiven Phase bis auf die Luxusgruppe. Da ist der Sinn erst am Ende der Heilung. Der biologische Sinn ist ja im Prinzip die Therapie der Natur. Und sagen wir, wenn Sie das jetzt einmal so auf den Punkt bringen, ja, Hammer behauptet, die Krankheitsursachen zu wissen. Boah, ich meine, weltweit sucht man nach die Krebsursachen angeblich. Ja, niemand weiß die Krebsursachen angeblich. Gell? Und da ist einer, der sagt, er weiß es. Und der wird niederbügelt. Und mit dem Wissen um die Ursache geht es ja um die ursächliche Therapie. Also nicht nur, dass er die Ursache entdeckt hat, sondern er hat auch die Lösung entdeckt. Ist zweite Gesetz, zweites Naturgesetz. Und wenn dann die Mikroben auch nicht böse sind, ja, also sie können ungehemmt mit ihrer Rottweiler-Dame knutschen, ohne dass sie sich irgendwie infizieren oder anstecken oder so. Und wenn es dann noch heißt, der Krebs ist ja gar nicht bösartig, sondern der hat ja einen Sinn. Also das dreht ja die komplette Sicht um auf Krebs. Aber es ist eine befreiende Sicht vor Aberglaube und Tyrannei. Und das Schöne ist, Sie müssen hier gar nichts glauben. Sie können es erfahren. Und mit der Zeit wird das Glauben wissen. Und erst wenn Sie wissen, wie es funktioniert, erst dann haben Sie die Angst verloren. Und man muss sich auch klug verhalten. Ja? Man darf keine Dummheiten machen. In der Heilungsphase muss man sich schonen. Man darf nicht heilfasten. Ein Krebs aushungern ist Blödsinn. Und man muss halt oft auch das Leben ändern. Ja? Aber jetzt wissen wir, wo wir ansetzen müssen. So, dann unser zweites Thema, die Partner-Mutter-Kind-Seite bestimmen. Sagen wir, Dreh- und Angelpunkt ist, wie gesagt, der Konflikt, das muss gefunden werden. Und bevor sich der Therapeut auf die Suche nach dem Konflikt begibt, klärt er routinemäßig drei Dinge ab. Er gibt einmal dem Patienten die Hand und hat schon die erste Diagnose.
Hat er eiskalte Hände oder hat er kochend heiße Hände? Und sagen wir, auf meinem Vortrag offline habe ich das so eingebaut, ich gebe dem, der vor mir sitzt, immer die Hand. Und der hat in der Regel warme Hände, weil er mir zuhört, Vagaton ist, ich bin im Stress, ich muss einen Vortrag halten, ich habe kühlere Hände als er, in 99% der Fälle. Und jetzt einmal gebe ich einer Frau vor mir die Hand, hat die eiskalte Hände. Und nach dem Vortrag haben wir gesprochen, stellt sie raus, sie ist organtransplantiert und muss immunsuppressive Medikamente schlucken. Sie darf nie mehr in eine vagotone Heilungsphase kommen, weil sonst die Mikroben ihr das Organ abbauen. Und Sympathikoton wirkende Substanzen, also die hat medikamentös kalte Hände. Der Chemopatient hat kalte Hände. Und das habe ich sofort gemerkt. Nur durchs Handgeben. Dann ist zweite ist der Klatschtest, Partner, Mutter, Kindseite bestimmen. Und das dritte wäre die Hormonlage. Sagen wir, im Moment des Konflikts wird er assoziiert und da ist ein Riesenunterschied, ob derjenige männlich oder weiblich empfindet. Und sagen wir, zu erkennen, ob Patient Mann oder Frau ist, ist ja relativ einfach, wird aber auch immer schwieriger, gell? Chiquita Würstchen und so. Und aber Achtung, es gibt halt männliche Frauen und weibliche Männer, zum Beispiel durch einen Wechsel. Ja, die Frau mit 50 wird männlich und der Mann mit so 70, 75 wird dann weiblich. Und man kann wirklich sagen, also die Frau wird zum Mann und der Mann wird zur Frau. Und die Händigkeit kann sich aber nie ändern. Ja, die wird festgelegt bei der ersten Zellteilung der befruchteten Eizelle und Punkt. Und wenn ich, sagen wir, Rechtshänder bin, dann werde ich ja nicht durch einen Wechsel zum Linkshänder. Ich bleibe ja Rechtshänder. Und damit bleibt halt rechts die Partner- und links die Mutter-Kind-Seite. Punkt. Aber die Hormonlage kann sich ändern. Und sagen wir, Sie können die männliche Frau nicht mit der weiblichen vergleichen und dem männlichen Mann nicht mit dem weiblichen Mann vergleichen, mit dem Opa. Ja, das geht nicht. Die haben ganz anderes Verhalten. Ja, generell kann man so sagen, das männliche Prinzip ist, der Mann geht in die Offensive, das weibliche, die Frau geht in die Defensive. Also der Opa geht dann in die Defensive und die Oma geht dann in die Offensive. So, und der Klatschtest, also der Rechtshänder klatscht mit der rechten in die linke und der Linkshänder mit der linken in die rechte. Und beim Rechtshänder ist rechts die Partnerseite und links die Mutter-Kind-Seite. Also an der linken Seite erleidet er Konflikte wegen oder um seine leibliche Mutter, Person älterer Generation, oder wegen oder um sein leibliches Kind, Person jüngerer Generation. Beim Rechtshänder ist rechts die Partnerseite. Hier leidet er Konflikte wegen oder um seinen Partner. Wobei Partner sind sämtliche anderen Personen, mit denen wir zu schaffen haben. Meist aus der gleichen Generation. Lebenspartner, Geschwister, Arbeitskollegen, Freunde. Aber auch der Vater ist Partner. Schwiegereltern, Opa, Oma sind Partner. Beim Linkshänder ist es umgekehrt. Beim Linkshänder ist links die Partner und rechts die Mutter-Kind-Seite. Und wie gesagt, bei der ersten Zellteilung der befruchteten Eizelle, bei der ersten Zellteilung entscheidet sich das. Das wissen wir von den eineiigen Zwillingen her. Die funktionieren so, die befruchtete Eizelle teilt sich, die zwei Zellen driften auseinander und beginnen nochmal von vorn mit der Zellteilung. So entstehen die Eineiigen. Und bei den Eineiigen klatscht immer einer rechts und einer links. Also da gibt es immer einen biologischen Rechts- und einen biologischen Linkshänder. Und warum gehört Mutter-Kind zusammen und alle anderen sind Partner? Das hat, wie gesagt, mit unserer Entwicklungsgeschichte zu tun. Der frühere Mensch war weiblich. Und in der Natur ist die Beziehung Mutter-Kind immer eindeutig.
Die Mutter weiß aus 100 Kinder, das eine da vorne ist meins und das Kind weiß aus 100 Frauen, die eine da hinten ist meine Mama. Beim Papa ist sie das Kind nie ganz sicher. Ja, ist der nette Onkel oder der? Und auch der Vater weiß nie so hundertprozentig, ja, ist das meins oder jenes oder gehören, sind es alle meine? Das weiß er nie so recht. Und jetzt versetzen sie sich in eine Mutter. Sie kennt ihr Kind, sie kennt ihre eigene Mutter und alle anderen sind Partner und Personen, mit denen wir zu schaffen haben. Sagen wir, mit der Merkel werden sie keinen biologischen Konflikt haben. Wir haben ein psychologisches Problem, aber kein Sonderprogramm. Aber mit dem haben sie nichts zu schaffen. Oder mit dem Papst. Aber mit dem Chef oder mit dem Lebenspartner oder mit der Schwiegermutter, mit denen haben sie zu schaffen. Und übrigens, das konfliktivste Umfeld ist natürlich die eigene Familie, der Freundeskreis, der Arbeitsplatz, die Nachbarschaft. Ja, dort haben sie ja mit denen haben sie zu schaffen. Ein Freund von mir, der war mit seinem Orchester in Japan auf Tournee, sagt der Helmut, dort würdest du verzweifeln, die Japaner klatschen alle so. Ja, und also so wie so kleine Kinder, ja, und da muss man auch hinschauen, ja, klatscht der mit der rechten oder klatscht er mit der linken? Oder man lässt sich ein Kind hochheben. Man legt sich das Kind an, in der Regel an die Mutter-Kind-Brust an. Also der Rechtshänder an die Mutter-Kind-Brust links und der Linkshänder auf die Mutter-Kind-Brust rechts. Oder man lässt sie niedersetzen. Handrücken, beide Handrücken auf dem Oberschenkel. Eine Hand muss liegen bleiben. Und dann sollen sie klatschen. Also der Rechtshänder wieder eben mit der rechten und der Linkshänder mit der linken. Die bewegende Hand ist die Partnerhand. Wenn sich eineige Zwillinge ungezwungen aufstellen, dann stellt sich der rechtshändige Zwilling, ja, so mit dem rechten Arm, Schulter, Partner und der Linkshänder, linker Arm auf die Schulter vom Partner. Also die haben sich auf der Partnerseite. Ja, die Geschwister sehen sich ja als Partner. Bruder, Bruder, Schwester, 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 Bruder sind ja Partner. Und das wäre auch die optimale Kombination Mann-Frau, einer links, einer rechts. Händig, wenn die im Bett liegen, haben sie sich partnerseitig. Ja, oder wenn sie spazieren gehen, haben sie sich partnerseitig. Oder Schwert- und Schildhand. Mit Schild schütze mein Kind und mit dem Schwert dresche ich auf den Gegner ein. Kann man sich das auch schön vorstellen. Oder die Nagelfeile. Ja. Sagen wir, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das Videobild haben. Von mir, also ich habe, wenn ich mir die Nägel feile, das ist ganz selten, also wenn ich mich auch schmink, ja, dann feile ich mir auch die Nägel, sonst nicht. Also ich bin Rechtshänder und ich halte den linken Daumen, also die linke Hand ruhig und fahre mit der rechten Hand die Kontur nach. So. Und umgekehrt, ich halte mit der linken Hand die Pfeile und fahre mit der rechten Hand die Kontur nach. Ja, weil ich links, ich habe da links, kann ich nicht einmal rund Kaffee umrühren. Oder wo man die schwere Einkaufstasche trägt. Ja. Dann, wenn Beidhändigkeit vorliegt, das gibt es nicht. Entweder ist man links oder ist man rechts. Und aber wenn der beidhändig gleichermaßen geschickt ist, ist es oft der Hinweis des biologischen Linkshänder, der auf rechts umtrainiert wurde. Und dann ist er beidseitig gleichermaßen geschickt. Das war ganz fies, die hat links geschrieben, aber rechts geklatscht. Und Hammer sagt, der Klatschtest ist eindeutig. Und dann habe ich noch einmal mit ihr gesprochen, stellt er sich raus, in der Volksschule fand sie es viel nobler, links zu schreiben. Also sie ist biologische Rechtshänderin und hat sie auf links umtrainiert. Das gibt's auch. Dann, was bin ich? Also die linke Hand liegt oben und mit der rechten klatsche ich von unten hoch. Ja?
Bin ich jetzt Links- oder bin ich Rechtshänder? Also wie gesagt, die dominierende Hand ist die Partnerhand. Und wenn ich mit der rechten von unten hochklatsche und die linke ist ruhig, ja, dann bin ich trotzdem Rechtshänder. Und auf einen Vortrag kam einmal ein älteres Ehepaar und er hatte Lipome am rechten Bein innen. Und der klatschte so, mit der rechten von unten hoch auf die linke. Und sage zu ihm, aha, Sie sind Rechtshänder. Sagt er, ach, deshalb haben wir nichts gefunden. Der war bei einem sogenannten Hammertherapeut. Und die Frage ist immer, wie gut sind Sie, gell? Und der Hammertherapeut dachte, er sei Linkshänder. Nur weil die Hand oben, die linke Hand oben lag. Aber er klatscht ja mit rechts von unten hoch. Und beim Linkshänder ist das rechte Bein das Mutter-Kind-Bein. Sage ich, nö, nö, nö. Sie sind Rechtshänder, das ist Ihr Partnerbein. Sagt seine Ehefrau, wie aus der Pistole geschossen, aber Herr Pilha, Sie selber sagen doch, Partner ist nicht nur Lebenspartner. Also sie wollte von sich ablenken. Ich habe das sofort durchschaut. Und es ging auch um sie. Und zwar, sie ging in die Gralsbewegung. Und da gibt es ein Ritual, da wird man mit dem Sektengründer Abdruschin verehelicht, so mit Ringern. Ja, so wie die Nonnen mit Jesus. Und er sagte, das ist für mich, als würde meine Frau fremd gehen. Und deshalb Partnerbein innen, ja, Partner nicht festhalten können und in der aktiven Phase nekrotisiertes Fettgewebe, ein leichter Selbstwerteinbruch. Und wenn sie wieder bei ihm ist, dann kommt in die Heilung und am Ende der Heilung ist dicker als vorher. Aber weil die immer wieder dorthin läuft, kommt in eine hängende Heilung und jetzt wird es immer wieder dicker, dicker, dicker. Er hat sich das schon mehrfach wegschneiden lassen, aber es kommt halt immer wieder neu, weil die Ursache nicht gelöst ist. Und wenn man da die Händigkeit nicht weiß, ja, da sucht man einen falschen Zipfel, da kommst du nie auf einen grünen Zweig. Also die Händigkeit zu wissen, ist mindestens so wichtig, wie das Geschlecht zu wissen. Ich hoffe, Sie wissen Ihr Geschlecht. Wissen Sie Ihr Geschlecht? Haben Sie gewusst, dass es 60 Geschlechter gibt? Dank Gender. Die Welt steht nicht mehr lange, ich sage es Ihnen. Dann kleine Kinder, die klatschen auch so mit beiden Händen ja, gleichzeitig. Und da muss man darauf achten, mit welcher Hand sie bevorzugt nach einem Löffel greifen oder nach einem Spielzeug. Und genauso beim Tier. Natürlich hat auch das Tier Partner- und der Mutter-Kind-Seite. Und welche Pfote gibt der Hund bevorzugt oder das Pferd mit welchem Huf scharrt es bevorzugt. Wir den Vater auf der Partnerseite und die Mutter auf der Mutter-Kind-Seite. Und das bleibt in der Regel. Als Eltern unserer Kinder haben wir die Kinder, egal Mädchen oder Bub, es hat nichts mit der Hormonlage zu tun, nichts mit dem Geschlecht, ja, Partner, Mutter, Kind. Haben wir die Kinder, solange sie Kind sind, auf der Mutter-Kind-Seite. Und je älter sie werden, umso mehr werden sie für uns zum Partner. Und das kann schon so ab der Pubertät beginnen. Ja. Und wenn ich dann mit meinem 30-jährigen Sohn einen Konflikt habe, kann ich ihn zu 70% als Gegner, Partner und nur mehr zu 30% als Kind empfinden. Und dann habe ich die Organsymptome beidseitig, gleichzeitig zu 70% Partner und nur zu 30% auf der Mutter-Kind-Seite. Also ich kann eine Person sowohl als auch empfinden. Und das macht es natürlich nicht gerade einfacher. Gell? Sagen wir, im Computer wird ja alles mit 0 und 1 entweder oder realisiert. Ja? Alles. Ja? Immer nur 0 und 1. Aber in der Natur gibt es ein sowohl als auch. Ja, das macht es nicht gerade einfacher. Dann die Geschwister haben wir auf der Partnerseite, die Großeltern sind Partner, die Schwiegereltern Partner und das Haustier. Ich kann natürlich auch um mein Haustier einen Konflikt erleiden und hängt es halt wieder davon ab, wie ich dieses Tier empfinde. Ja, wenn die Oma
ihren Kanarienvogel mit einem Flügel im Käfig hängen sieht und meine Güte, das Bulli, ja, kann sie mit Brustkrebs auf der Mutter-Kind-Seite reagieren, weil sie das Bulli halt als Kind empfindet. Während der Jockey, der mit seinem Pferd Preisgelder gewinnt, auf die Titelseiten kommt, der hat sein Pferd als Partner, als Kumpel. Oder der Zehnjährige seinen Boxerhund als Beschützer, als Partner. Es hängt davon ab, wie ich das Tier empfinde. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Greise werden ja zu Kindern. Und wenn ich jetzt meinen 90-jährigen Vater, der ja an und für sich Partner ist, waschen muss, füttern muss, anziehen muss, aufpassen muss, dass der keine Dummheit macht, kann mir der Vater von der Partner auf die Mutter-Kind-Seite rutschen. Und wenn ich dann einen Konflikt mit ihm habe, kann ich die Symptome auf der Mutter-Kind-Seite haben. Oder auch so halb und halb, ja? Weil ich ihn schon als Kind empfinde. Oder was auch durchaus oft passiert, wenn, sagen wir, die leibliche Mutter keine Zeit hat fürs Kind und das Kind wird von der Oma erzogen, dass das Kind die Oma, die ja Partnerin ist, von Anfang an auf der Mutter-Kind-Seite hat. Das gibt's auch. Also das Kind hat dann quasi ja, fast zwei Mütter, gell? Dann unabhängig von der Händigkeit gibt's eine Äugigkeit. Die Äugigkeit, die können Sie ganz leicht feststellen. Und zwar, ich versuche jetzt mit beiden Augen offen meinen Daumen auf die Kamera zu bekommen. Ja, beide Augen offen. So. Dann sehen Sie schon, mein Daumen deckt mein rechtes Auge ab. Das linke schaut vorbei. So. Also noch einmal. Wenn ich, sagen wir, das linke zumache, dann ist der Daumen genau auf der Kamera. Wenn ich mein rechtes zumache, schaue ich mit dem linken vorbei. Mit beiden Augen offen ist er genau drauf. Der erscheint mir durchsichtig, der Daumen. Das heißt, es ist mein rechtes Auge, das dominante Auge. Und ich habe Glück, ich bin Rechtshänder. Und so kann ich unter Umständen auch ein guter Schütze werden, ja, Pfeil und Bogen oder Boxer, ja. Das rechte Auge führt meine Faust ins Ziel. Wäre ich, sagen wir, Linksäuger, dann müsste ich mit der linken boxen. Und genauso kann ich als Rechtshänder die Tore bevorzugt mit dem linken Fuß schießen. Also es gibt auch eine Fußigkeit. Es gibt eine Ohrigkeit, eine Nasigkeit. Sag mal, worum es mir hierbei geht, ist Folgendes. Sollte der Klatschtest nicht eindeutig sein, ist es nicht zulässig, über die Äugigkeit, Fußigkeit auf Partner, Mutter, Kind zu schließen. Das kann alles irgendwie durcheinander liegen. Einzig und allein entscheidend ist der Klatschtest. Und mir kommt vor, es gibt viele Menschen, die klatschen links. Ja? Und wenn man die anspricht drauf, ja, sind die regelrecht entsetzt. Was? Ich bin Linkshänder, ich mache ja alles rechts. Aber sie klatschen links. Und die sind meist, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle, die sind Rechtsäuger. Also das dominante Auge ist das rechte Auge und die Äugigkeit zwingt sie quasi, sich umzutrainieren. Ich möchte es nicht behaupten, aber mir kommt es vor. Also bei vielen, die Linkshänder sind, also links klatschen, aber rechts schreiben, die nie angehalten wurden, sondern sich selber umtrainiert haben, haben sich deshalb selber umtrainiert, weil sie als Linkshänder Rechtsäuger sind. Ich habe da viele, viele Fallbeispiele dafür. Aber ich kann es natürlich nicht hundertprozentig.
Da bräuchte man halt eine entsprechende Anzahl. So, im Stammhirn hat die Händigkeit überhaupt keine Bedeutung. Ja, also das Drüsengewebe im Kopf rechts, den Brocken aufnehmen, einmal rundherum, ein Brocken abgeben und Kehlkopf, da war der Riss, ja, Drüsengewebe links, Kotbrocken wegbekommen. Also wenn der Darmkrebs rechts oder links hat, das hat nichts mit der Händigkeit zu tun, sondern wenn es, sagen wir, der Dickdarm ist, ja, das sind diese Hirnrelais, ja, die liegen links. Also geht es darum, den Kotbrocken loszubekommen. Oder genauso Lungenrundherd, rechts oder links. Das hat nichts mit der Händigkeit zu tun. Sondern da muss man wieder an den Wurm denken. Ja. Rechts hat früher, die rechte Lungenseite hat früher Sauerstoff aufgenommen und die linke hat Kohlendioxid abgegeben. Und ich kann ja die Todesangst geht ja deshalb auf die Lunge. Ohne Nahrung kann ich Wochen überleben, ohne Flüssigkeit kann ich Tage überleben, ohne Luft kann ich gar nicht überleben. Ich muss jetzt sterben. Das ist die Todesangst. Und ich kann ja jetzt sterben, weil ich die Luft nicht reinbekomme, aber auch, weil ich die Luft nicht rausbekomme. Und wenn ich jetzt, sagen wir, Todesangst um jemanden anderen habe, habe ich einen einzelnen Lungenrundherd. Todesangst um sich selber habe 50 Stück. Kleine Lungenrundherde. Also am Lungenröntgen kann man sofort erkennen, ein einzelner großer Lungenrundherd, der hat eine Todesangst um jemand anderen erlitten. Und wenn ich, sagen wir, die Todesnachricht bekomme über meinen asthmatischen Sohn, ja, der ist bei einem Asthmaanfall gestorben, und im Geiste höre ich, wie er die Luft nicht reinkriegt, dann habe ich rechts den Hamerschen Herd und nicht gekreuzt vom Stammhirn zur Organebene, rechts einen einzelnen Lungenrundherd. Und wenn er, sagen wir, Kehlkopf, wenn er Bronchialasthmatiker ist, das verlängerte Ausatmen, die Todesnachricht und im Kopf höre, wie er die Luft nicht rauskriegt, dann habe ich links den Hamerschen Herd und links einen einzelnen Lungenrundherd. Rechts rein, links raus. Hat nichts mit der Händigkeit zu tun. Aber Brustkrebs rechts, links, das entscheidet die Händigkeit. Ja, wenn ich, sagen wir, als Rechtshänder einen Sorgekonflikt habe um mein Kind, habe ich Brustkrebs links und jetzt gibt es die Kreuzung von der Organebene zum Hirn, habe ich rechts meinen Hamerschen Herd für die linken Milchdrüsen. Bin ich Linkshänder, habe ich auch Brustkrebs mutterkindseitig, aber rechts und links meinen Hamerschen Herd im Kleinhirn. Und also, es hat ja jeder Knochen, jedes Gelenk einen eigenen Konfliktinhalt, also Selbstwertinhalt. Die Schulter zum Beispiel heißt, ich bin dem Partner ein schlechter Partner und Mutter-Kind-Schulter hieße, ich bin der Mutter ein schlechtes Kind oder dem Kind ein schlechter Elternteil. Und wenn jetzt der Sohnemann sagt, Papa, du bist der schlechteste Papa und es immer die drei Kriterien, hochakut, isolativ am falschen Fuß, ja, also muss erfüllt sein, und ich bin Rechtshänder, dann habe ich jetzt Osteolysen linke Schulter und bin ich Linkshänder, habe ich Osteolysen rechte Schulter, also jeweils die Mutter-Kind-Schulter. Und genauso die Haut, Neurodermitis, suchen muss man immer dort, wo die Symptome begonnen haben. Gell? Und irgendwann habe ich es dann einmal am ganzen Körper. Aber Aufschluss über den Konflikt erhalte ich, wenn ich weiß, wo es begonnen hat. Partnerseitig oder Mutter-Kind-seitig, innen oder außen. Und deshalb ist es nicht schlecht, wenn man so ein Symptomtagebuch führt. Wenn es dann einmal 20 Jahre Neurodermitis haben, wissen sie noch, was begonnen hat. Schwer. Und also wenn ich jetzt, sagen wir, einen Trennungskonflikt habe von meinem Kind, habe ich die Hautsymptome eben auf der Mutter-Kind-Seite, als rechts und der links.
und das Linkshänder rechts. Und genauso der motorische Konflikt, wenn ich sagen wir der Schlaganfall, ja, wenn jemand aus dem Dorf zu mir kommt und sagt, Helmut, das ganze Dorf lacht über dich, deine Frau hat ein Verhältnis mit dem Bürgermeister, alle wissen es, nur du nicht, ja, dann mich trifft der Schlag. Gesichtslähmung, ich wurde zum Narren gemacht, ja, gegenüber Dorf ist ja Partner und Bürgermeister ist Partner und die Frau ist Partner. Und ich kann den Bürgermeister nicht abwehren mit dem Arm, ja, der ist ja mächtiger als ich. Und ich kann die Partnerin nicht festhalten. Wir umarmen den Partner auch mit den Beinen. Ja, und dann habe ich die Lähmung jetzt partnerseitig. Als Rechtshänder habe ich das rechts, als Linkshänder habe ich das links. Das bestimmt die Händigkeit. Ja. Ich meine, da muss man mal drauf kommen, gell? Sagen wir, das Nachplappern, so wie ich es mache, gell? Ich habe ja nichts entdeckt, ja. Ich kann ja nur das nachplappern, was Hammer vorplappert. Ich meine, das ist nicht so das Schwierige, gell? Aber das Ganze einmal zu entdecken, das ist ja der helle Wahnsinn. So, sollte die Händigkeit dennoch unklar sein, gibt es die Möglichkeit, dass man über einen eindeutigen Konflikt, den man einer bestimmten Person zuordnen kann, eben einem Partner oder Mutter-Kind, dass man über den Umweg auf die Händigkeit schließen kann. Bei einer Seminarteilnehmerin in Spanien, da war die einen eindeutigen intellektuellen Selbstwert ihrem Chef zuzuordnen. Also der Intellektuelle, wie habe ich nur so dumm sein können, ja? Das geht auf die auf den Schädelknochen. Und der hatte links Adelle im Knochen, also Zellminus. Und Chef ist Partner und links, also muss links bei ihr Partnerseite sein, also muss sie linkshändig sein. Also über so einen Umweg kann man auf die Händigkeit schließen. Oder bei einer Kuh. Lass uns einmal eine Kuh in die Hufe klatschen. Ja, das geht ja gar nicht so einfach. Und ein Bekannter von mir, der hat einen kleinen Bauernhof und eine Kuh. Und die lässt sich nur von ihm melken. Aber dann musste er mal eine Woche weg. Und als er dann zurückkam und seine Kuh wieder molk, bekam die einseitig, die haben ja vier Zitzen, ja, einseitig Euterentzündung. Also die Heilungsphase von den Milchgängern. Hat die mit einem Trennungskonflikt vor ihrem Bauern reagiert. Und als der wieder zurück war, das war für die Kuh die Lösung. Und also bei der Menschenmutter würde man das Mastitis nennen. Und sage ich zu ihm so, jetzt weißt du, ob der Kuh links oder rechts hufig ist. Also ich denke, die Kuh wird den Bauern nicht als Kalb empfinden, sondern als Partner, vermute ich einmal. Jetzt müsste man halt sich in so eine Kuh versetzen können. Das war auch, also oft ist man ja regelrecht verblüfft. Also mir geht es so. Also wenn ich da immer wieder die Bestätigung finde, dass der Hammer recht hat. Also ich bin da oft sowas von verblüfft und das ist für mich sowas so faszinierend. Auf einem Seminar klagte eine Linkshänderin über Schmerzen an der Fußsohle und zwar die Sehnenplatte. Also das geht ja vom Fersenbein, dort wo der Fersensporn quasi ist, ja, geht die Sehnen unter der Fußsohle, ja, also zu den Zehen. Ja, und so können wir die Zehen krallen und so. Und da haben wir eben so fünf so Sehnen. Und die schmerzt bei ihr. Und was mache ich?
damit. Und darin habe ich einen Selbstwerteinbruch erlitten. Also Sehne ist ja Bindegewebe, Selbstwert. Und was mache ich mit dem Fuß? Gehen, balancieren, laufen. Und sie ist Linkshänderin, rechter Fuß. Das Schwierige war, sie hat keine Kinder. Also es muss ihr irgendwann Mutter-Kind-Fuß, muss ihr irgendwas mit Kind oder Mutter zu tun haben. Aber sie hat keine Kinder und die Mutter ist vor 20 Jahren gestorben. Und dennoch muss Hammer stimmen. Muss man einen Konflikt finden. Und fragte ich sie, ob sie jemanden als ihre Mutter empfindet, die Oma zum Beispiel. Sagt sie, na, überhaupt nicht. Frage ich, ob sie jemanden als ihr Kind empfindet. Und plötzlich fließen bei ihr die Tränen. Aber von jetzt auf dann, und das ist ein untrügliches Zeichen, das ist der Konflikt. Also sofort auf den Weg, auf den Nerv getroffen. Und zwar geht es da um ihre Zwillingsschwester. Die ist auch so circa seit 20 Jahren in der Klapse. Und sie läuft zwei, dreimal die Woche zu ihr in die Klapse und sie kümmert sich um ihre kranke Schwester wie eine Mutter um ihr Kind. Und sie hatte Schmerzen so seit einem halben Jahr und dort muss man suchen. Und vor einem halben Jahr hat man die Zwillingsschwester verlegt, 300 Kilometer entfernt in eine andere Klinik. Und jetzt kann sie nicht mehr zu ihrem Kind laufen. Also die empfindet ihre Schwester, was ja an und für sich Partner ist, als Kind. Weil die Schwester krank ist und sie sich kümmert wie eine Mutter um ihr Kind. Und wenn man so eine Geschichte bei dem gegenüber, den man ja noch nie gesehen hat, ja, entdeckt und das passt alles wie die Faust aufs Auge. Also mir läuft da kalt den Rücken runter und also der Hammer, ich glaube, so ein Entdecker bringt die Menschheit, wenn überhaupt, so alle 500 Jahre mal. Und wie man mit ihm verfährt. Anstatt dass man ihn unterstützt, ja. Was der entdeckt, das entdecken Ärztegenerationen nicht, ja. Und da müsste man ja, was so viele Wissenschaftler, so Pseudowissenschaftler, ja, was die Unterstützung kriegen, ja. Und sich suhlen, ja. Und der echte Entdecker, der wird ausgrenzt. Und das ist auch zu unserem Schaden, gell? Das ist tragisch für die Person Hammer, aber es ist auch für uns tragisch. So wie in Tirna war, ja, da ein Jahr später, die Überprüfung war ja 98 und 99, da waren wir dann auch dabei, sagt der Kretschmeri. Der Onkologe sagt, Herr Hammer, was wollen Sie da? Wir machen hier Schulmedizin. Sie kommen um 50 Jahre zu früh. Was heißt um 50 Jahre zu früh? Mein Kind hat jetzt Krebs. Ich kann nicht 50 Jahre warten. Und das ist alles, das hat mit Seriosität nichts mehr zu tun. Das hat mit Arztsein nichts mehr zu tun. Das hat mit Heilkunst nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur mehr Geschäftssache. Der Witwer fand durch die Brustkrebserkrankung seiner Ehefrau zur germanischen, aber für sie war das schon zu spät. Sie hat man schulmedizinisch kaputt gemacht. Aber er war begeistert von der germanischen, ist bis heute begeistert von der germanischen. Und er erzählte mir, was ihm irgendwie komisch vorkam, war, dass seine Ehefrau Brustkrebs auf der Mutter-Kind-Seite hatte. Und sie hatten keine Kinder. Und mit der Mutter war da nichts Besonderes. Und sie hatte Milchgangskarzinom. Und diese ganzen Plattenepithelkarzinome, ja, sind eigentlich Heilungsphasen, gell? In der Heilung wird das Plattenepithel unter Schwellung repariert. In der Schulmedizin ist das Krebs
am Ende der Heilung geht die Schwellung zurück. Also Bronchialkarzinom, Kehlkopfkarzinom, Milchgangskarzinom, Blasenkarzinom, Gebärmuttermund, Halskarzinom. Das sind alles Heilungsphasen. Und vor 100 Brustkrebse sind 80% Milchgangskarzinome, also Heilungsphasen. Die machen die Frauen kaputt in einer Heilungsphase. Wahnsinn. Und als er ihr Tagebuch las, als sie gestorben war, da hat er das verstanden, warum sie auf der Mutter-Kind-Seite reagierte. Und zwar ging es da um ihre Zwillingsschwestern. Sie war 7 Jahre alt, als ihre Zwillingsschwestern geboren wurden. Und so 7-, 8-, 9-jährige Mädchen, womit spielen die? Mit Puppen. Sie hat nicht mit Puppen gespielt, sie hat mit ihren Zwillingsschwestern gespielt. Und die sind oft dann, als sie älter waren, auf die schiefe Bahn geraten, ins Drogenmilieu, in die Prostitution. Und dann sind die weggezogen nach Paris, ja, ins quasi, ja, überhaupt in die Rotlichtszene. Und das war ihr Trennungskonflikt von ihren Kindern. Sie hat sich um ihre Zwillingsschwestern gekümmert wie eine Mutter um ihre Kinder. Und das war der Trennungskonflikt. Und dann las er den Satz, ich möchte nicht mehr Mutter spielen müssen. Und da wird sie drüber hinwegkommen sein. Das war für sie die Lösung. Ja, sie hat sich damit abgefunden, dass sie ja nicht die Mutter ist. Und in der Heilung bekam sie dann das Intraduktale und da hat man sie dann kaputt gemacht. So, also das, wie gesagt, ich kann auch die Geschwister, die an und für sich Partner sind, als Kind empfinden. Ja? Und vor allem so, unterschätzen sie nicht die Muttergefühle von so einem 8-, 9-, 10-jährigen Mädchen. Ja? So, meine Damen und Herren, ich bin mit dem Stoff durch. Wenn Sie Fragen haben, schießen Sie los. Ich kann Sie auch mit dem Mikrofon durchstellen, sodass wir plaudern können. Sagen wir, die Grundlagen, die sind weniger gut besucht. Und das ist aber meiner Meinung nach das Wichtigste, weil ich sehe es ja, den Stand des Wissens dann bei der Person, mit der ich spreche. Und die sagen, ja, ich weiß das, ich habe Hammer das Buch gelesen, ja, aber es fehlt halt doch bei den Grundlagen. Und jetzt bei den Sonderprogrammen nehme auch immer die Einführung mit den Grundlagen so in einer halben Stunde, weil das muss einfach sitzen. Das muss sitzen, das muss sitzen. Sonst kommen Sie nie zu Ihrem Konflikt. Also meine Zielgruppe ist ja nicht der Patient, weil ich kein Therapeut bin. Meine Zielgruppe ist auch nicht der Therapeut, weil ich, wie gesagt, kein Therapeut bin. Meine Zielgruppe ist ja der Interessierte, quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass sie sich selber auf die Schliche kommen, gell? Aber da muss ich jetzt wirklich Intus haben, gell? Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, was die Ursache war, dann kann man überlegen, wie ich da aus der Nummer rauskomme. Und das nimmt ihnen auch niemand ab, gell? Also niemand war bei ihrem Konflikt dabei, verraten können es nur selbst. Niemand kann ihnen ihr Leben leben. Ja, die Schwiegermutter rausschmeißen müssen sie auch selbst, den Arbeitsplatz wechseln müssen sie auch selber und niemand kann sie heile machen. Und sie sind Chef ihres eigenen Verfahrens. Und das müssen sie aber verstanden haben. Ja? Und wir sind eigentlich für jeden Schritt in unserem Leben selbst verantwortlich. Es nimmt uns auch niemand ab. Also wir werden ja zu Verantwortungslosigkeit erzogen. So, aber jetzt gibt es ein paar Fragen. Wissen Sie, was die Fettleber bzw. verfettete Bauchspeicheldrüse zu verstehen ist?
Die Fettleber, das ist der Beginn der Heilungsphase nach einem Verhungerungskonflikt. Also es geht um einen Verhungerungskonflikt. Verfettete Bauchspeicheldrüse ist der Kampf um den Brocken, Erbschaftskonflikte. Wird, wenn, dann muss das ähnlich sein. Auch so der Beginn der Heilungsphase. Das ist interessant. Ich bin Rechtshänder und meine ganze linke Seite ist etwas benachteiligt. Mein linkes Auge ist um eins Dioptrien schlechter als rechts. Mein linker Hoden ist kleiner. Dann haben sie einen aktiven Verlust. Ja. An meinem linken Fuß habe ich eine Überbeingröße wie rechts. Meine Mutter konnte uns drei Kinder nicht wirklich handeln, hat uns nicht gestillt. Aha. Die Frage wäre dann natürlich, wo liegt die Konfliktlösung? Mama vergeben, anders behandeln, aussprechen. Ja, es würde ja zum Beispiel ausreichen, wenn sie sich da rausnehmen können. Also sagen wir, sie werden die Mutter nicht ändern. Sie können nur sich selbst ändern. Sie sich selbst. Also wenn sie, sagen wir, erkennen, die Mutter hat ihr Bestes versucht, aber sie hat es halt nicht geschafft. Aber sie ist ja trotzdem meine Mutter, dass sie quasi den Blickwinkel ändern können, sich rausnehmen können. Also quasi nicht mehr so das, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, ja. Also nicht das beleidigte Kind mehr zu sein. Dass sie erkennen können bis zu einem gewissen Grad die Unfähigkeit der Mutter und dadurch drüber stehen. Ja. Sie hat es versucht, sie hat es halt nicht besser können. Um sich rauszunehmen. Sagen wir, wie gesagt, wenn ich mit einer Person einen Konflikt habe, kann ich sagen zur Person, du musst dich ändern, damit ich gesund werde. Das wird es nicht spielen. Aber wenn ich die Aktien rausbekomme aus der Person, im Positiven, im Negativen, wenn sie mir quasi am Arsch vorbeigeht, bin ich auch gesund. Und ich habe ja den Konflikt, die Person weiß gar nichts davon. Und das liegt einzig und allein nur an mir, gell? Es kann man niemand verbieten, die Sichtweise zu ändern. Und das kann ich sofort machen, gell? Das ist frei. Also das ist, sagen wir, die eleganteste Lösung, gell? Gut, meine Damen und Herren, dann hoffe ich, es war interessant für Sie und Sie können das eine oder andere mitnehmen. Bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse und würde mich freuen, Sie wieder mal begrüßen zu dürfen. Und wünsche Ihnen auch eine angenehme Nachtruhe. Tschüss.